Ich bin Astrid Marie Machalitza, bin, wenn es gut läuft, in 2 Tagen Heilpraktikerin für Psychotherapie und möchte jetzt nochmal einfach erzählen, wie es mir auf dem Weg gegangen ist und auch gleich nochmal sukzessive die einzelnen Störbilder durchgehen. Ja, ich habe viel gelernt, ich bin durch die ganzen Störbilder gegangen. Ich habe rausgefunden, wo ich einfach auch echte, nein, es sind keine echten, wo ich mich in den einzelnen Bereichen wiederfinde, ja? Wo ich mich in Persönlichkeitsstörungen, wo ich Anteile habe, ja? Sachen, die ganz normal sind, Sachen, die du hast, Sachen, die deine Freunde und deine Familien haben, aber die im normalen und ja, einfach im gesunden Bereich sind. Vielleicht nicht immer schön, vielleicht manchmal anstrengend, aber gesund und normal. Natürlich habe ich immer gedacht, oh, jetzt habe ich dieses Störbild, ich bin zwanghaft, ich bin was auch immer, ja, also irgendwie, ja, Punkte, die ich bei anderen Menschen wiedergefunden habe, die ich einfach nicht haben wollte. Ja. Dann natürlich Impulskontrollstörungen kenne ich durchaus. Ich kenne Essstörungen, ich kenne Ängste, ich kenne Zwänge, ich kenne dissoziative Störungen. Selbstverständlich bin ich dann auch nochmal durch Kinderkrankheiten gegangen, habe da auch nochmal geguckt, was in der Familie gut gelaufen ist und was vielleicht nicht so schön war. Ja, und habe einfach dann nochmal ganz viel aufgearbeitet. Und die letzten, sagen wir mal, 9 Monate waren wirklich anstrengend. Gut, aber wenn es gut läuft, Dienstag ist es geschafft. Und ja, naja, ich habe auch nicht ganz alleine gelernt. Ich hatte nämlich Unterstützung. Und zwar von diesem kleinen Kätzchen hier, Snowflake, die immer wieder dabei war und die mich gestärkt hat. Die aber nicht gern auf dem Arm ist und deswegen lasse ich sie jetzt wieder runter. Viel Spaß. Ja. Hier bin ich jetzt in dem Garten, in dem ich viel gelernt habe. Ich war oft auf einer Wiese, habe es genossen, die frische Luft zu haben und einfach auch dadurch, dass ich in der Natur war, immer wieder, ja, was nicht abgelenkt zu sein. Das war das Gute an dem Ganzen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe ganz viele Menschen gehabt, die mich unterstützt haben. Ich hatte meinen Vorbereitungskurs, ich habe da konkret mit, ja, manchen Leuten zusammengearbeitet. Auch spannend die Erfahrung, dass ich mit manchen Leuten nur 2-3 Mal zusammen gelernt habe. Das war für die Zeit gut, danach ging es auseinander. Und es gab ein paar Leute, mit denen habe ich sukzessive eigentlich so die gesamte Zeit verbracht. Ja, und deswegen ganz herzlichen Dank an alle, die mit mir gelernt haben, an die unterschiedlichen Facebook-Gruppen, in denen ich neue Kontakte geknüpft habe, in denen ich Fragen beantworten konnte und immer mehr auch meine eigenen Worte gefunden habe. Und jetzt einfach, ja, doch der Prüfung recht gelassen entgegensehen kann. Und ich bin teilweise noch richtig heftig aufgeregt. Ja, aber auch das wird gut werden, da bin ich voll überzeugt. Was gibt's noch zu sagen? Wahrscheinlich ganz viel. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mit den Störbildern beginnen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen gerade meinen Eltern noch unheimlich viel davon erzählt. Die waren sehr geduldige Zuhörer, das war gut. Oben fliegt gerade ein Hubschrauber. Das war ganz hilfreich, dass ich da einfach erzählen konnte. Ein bisschen eine Art unserer Ahnung, viel nicht. Aber manche Sachen konnten sie auch dann nachlesen. Und jetzt möchte ich einfach alles nochmal hier in die Kamera sprechen, euch mitteilen. Wichtig ist mir, dass es noch immer keine Gewähr für absolute Richtigkeit hat. Und ich glaube, das ist auch im Leben ganz normal. Nichts ist absolut, komplett zu 100% vollständig. Und wahrscheinlich ist es auch gut, dass es so ist. Und deswegen ja, ist auch dieser Teil, was ihr euch jetzt anguckt, falls ihr euch auch auf die Heilpraktikerprüfung vorbereitet für Psychotherapie, es ist ein Baustein. Und auch das war meine Erfahrung. Ich habe auch bei YouTube ganz viele Videos angeguckt, die immer Bausteine waren. In dem einen habe ich noch ein bisschen was mehr über Ursachen gehört, im nächsten ging es dann mehr um Therapiemöglichkeiten. Dann gab es Menschen, die von sich erzählt haben, die eine zwanghafte Störung hatten oder die eine Persönlichkeitsstörung hatten. Und das war alles ganz hilfreich und es waren alles Bausteine. Und so sind auch meine Videos einfach Bausteine. Ja, bei der Prüfung übermorgen wird es so sein, dass ich gefragt werde und ich denke, die werden mir auch, die werden auch nachfragen, wenn sie mehr wissen wollen über gewisse Dinge. Und deswegen kann ich ganz zuversichtlich dem Ganzen entgegensehen. Gut, so viel erstmal für jetzt und dann legen wir gleich los mit dem ersten Störbild. Und für dich, wenn du dich vorbereitest,
viel Erfolg. Nimm dir Zeit zum Lernen, such dir immer wieder Leute. Vielleicht, ich werde auch bestimmt unter die einzelnen Videos immer noch einzelne Links setzen. Schaut einfach, das Wissen, das kommt oder die einzelnen Gruppen kommen. Einfach, das Internet ist so weit, da wird auch für dich das Richtige dabei sein, bestimmt. Also, viel Erfolg.